Willkommen bei Creepy Ghost Life. Jane the Killer, Teil 2. Und das Letzte, was sie sah, als ihr schwarz vor Augen wurde, war Jeff, der langsam das Haus betrat und flüsterte: Go to sleep, little Jane. Jane erwachte mit Kopfschmerzen und Orientierungslosigkeit. Als ihr Kopf langsam klarer wurde, erkannte sie, dass sie am Esstisch im Esszimmer ihrer Eltern saß. Sie wollte mit ihrer Hand an ihren Kopf fassen, um die Beule zu untersuchen. Aber ihre Hände gehorchten ihr nicht. Im Zimmer war es dunkel, aber in dem bisschen Licht, das hineinschien, konnte sie sehen, dass sie an den Stuhl gefesselt war. Und sie war nicht allein. Am Tisch saßen noch andere Personen, aber sie bewegten sich nicht. Waren sie auch gefesselt und bewusstlos? Jane fing an zu schreien. »Mom? Dad? Seid ihr das? Mom? Dad? Wacht doch auf! Sagt etwas!« »Wer wird denn da so rumschreien?« Er schaltete das Licht ein. Jane wurde geblendet und kniff die Augen zusammen. Als sie wieder blinzelnd öffnete, wurde ihr schlecht. Sie übergab sich neben ihrem Stuhl auf dem Boden. Sie hatte recht gehabt. Es waren ihre Eltern, die mit ihr am Tisch saßen. Und auch Jeffs Familie war da. Sie waren nicht gefesselt. Der Grund, warum sie sich nicht mehr bewegten, war, dass Jeff sie alle umgebracht hatte. Alle hatten blutige Schnitte und Stichverletzungen an ihrem Körper. Aber das Schlimmste waren ihre Gesichter. Jeder von ihnen hatte das von Jeff eingeritzte Glasgow-Smile. Jane zitterte und weinte. Sie schüttelte den Kopf und rief immer wieder, »Nein, nein, 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 nein! Das kann nicht sein, das hast du nicht getan!« Jeff kniete sich neben sie und flüsterte nur wenige Zentimeter neben ihrem Ohr. »Oh doch, Jane, das habe ich. Sind sie nicht wunderschön jetzt?« Er stand auf. »Sind sie nicht wunderschön, Jane?« schrie er mit kreischender Stimme und schritt durch das Zimmer. »Nein«, flüsterte Jane, »sie sind tot. Und du hast sie getötet. Wie konntest du nur? Deine eigene Familie und meine Eltern.« Ihre Stimme brach und ein erneuter Weinkrampf erschütterte ihren ganzen Körper. »Jane, sie sind glücklich. Siehst du das nicht? Und du wirst auch bald glücklich sein.« Mit schnellen Schritten kam er auf sie zu und riss ihren Kopf an den Haaren nach hinten. »Bitte nicht«, flehte sie, als Jeff die kalte, blutige Klinge an ihren Mund drückte. »Ach, Jane, du bist so ein trauriges Ding. Ich glaube, da wird auch das Lächeln nichts dran ändern. Schade.« Seufzte Jeff und ging aus dem Esszimmer. Jane warf sich in dem Stuhl hin und her und versuchte, die Fesseln irgendwie loszuwerden, als sie von einem Geräusch unterbrochen wurde. Hinter ihr war etwas umgekippt. Und nun hörte sie ein Plätschern. Ihre Füße wurden nass. Und der Geruch von Benzin stieg ihr in die Nase. Dann kippte Jeff, der plötzlich wieder hinter ihr stand, ihr einen zweiten Kanister über den Kopf. »Keine Angst, Jane. Bald wirst du so sein wie ich. Bald sind wir genau gleich und du wirst es verstehen. Du wirst es verstehen.« Mit diesen Worten zündete er ein Feuerzeug an und ließ es direkt vor Jane auf den Tisch fallen. Sofort stand alles inklusive Jane lichterloh in Flammen. Und das Letzte, was Jane hörte, waren ihre eigenen qualvollen Schreie. Wochen später. Jane erwachte langsam. Sie hörte das Piepen eines Herzmonitors, der immer schneller wurde. Langsam öffnete sie die Augen. Sie war in einem Krankenhaus. Die Schwester, die gerade im Raum war, kam sofort zu ihr und erklärte ihr, dass sie die glückliche Überlebende des Brandes ihres Elternhauses sei. Leider seien ihre Eltern und die Nachbarn in dem Feuer gestorben, aber Jane sei gerade noch rechtzeitig rausgeholt worden. So ein tragischer Unfall. Dann überreichte die Krankenschwester ihr ein Paket, das vor einer Woche für sie abgegeben worden sei, und verließ das Zimmer. Jane weinte. Ihre Eltern und ihr Zuhause waren tot und vernichtet. Für immer weg. Sie riss das Paket auf und schreckte zusammen. In dem Paket waren ein schwarzes Kleid, eine weiße Maske mit aufgeklebten langen Wimpern und ein Zettel mit großer, krakeliger Kinderhandschrift. Darauf war geschrieben: Liebe Jane, ich wusste, du bist es. Du bist genauso stark wie ich und hast es überlebt. Dieses Kleid und die Maske schenke ich dir. Denn leider bist du nicht so schön wie ich geworden. Aber keine Sorge, das holen wir eines Tages nach. Wir werden uns bald wiedersehen, geliebte Jane. Dein Jeff. Jane zerknüllte den Zettel voller Wut und sprang vom Bett auf. Leider hielten ihre wackeligen Beine sie nicht und sie stürzte. Die Schwester kam wieder rein und half ihr auf. Was ist denn los, Schätzchen? Wo wolltest du denn hin? Jane schüttelte den Kopf. Du musst dich noch etwas ausruhen und deinen Körper langsam an Bewegung gewöhnen. Sie setzte Jane zurück aufs Bett und sagte,
Jetzt holen wir dir erstmal was zu essen. Du musst ja halb verhungert sein. Jane saß da und rührte sich nicht. Doch innerlich tobte ein Kampf in ihr. Sie würde so schnell wie möglich hier rauskommen. Und dann würde sie Jeff finden und töten. Am Tag ihrer Entlassung schlüpfte sie in das schwarze Kleid und legte die weiße Maske an. Denn das waren ihre einzigen materiellen Besitztümer. Sie verließ das Krankenhaus, bevor ihre Tante sie abholen konnte, bei der sie von nun an wohnen sollte, und verschwand. Das Einzige, was sie hinterließ, war ein Zettel mit einer Botschaft. Jeff, ich werde dich finden und ich werde dich töten und mich für all das rächen, was du mir und meiner Familie angetan hast. Niemand soll dir mehr zum Opfer fallen. Dafür werde ich sorgen. Alles werde ich dafür tun. Alles. Also mach dich bereit, denn mein Gesicht wird das Letzte sein, was du sehen wirst, bevor du stirbst. Mit aller Verachtung, Jane. Und so zog Jane durch das Land und hinterließ ebenfalls eine blutige Spur auf der Suche nach Jeff. Hat euch dieses Video über Creepypastas gefallen? Dann vergesst nicht, ein Like dazulassen und meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und vielen Dank an Nova One, der dieses Video gesponsert hat.